So, wie ich beim ersten Teil schon gesehen habe, habe ich in der gleichen Schule ein Gesteck gemacht, eben auf Natur und ein bisschen weiß, ein bisschen nordisch, natürlich, waldmäßig. Das ist jetzt nochmal die gleiche Schule, das kriege ich aber jemand anderes. Und zwar hat der gern rustikal und Jäger wieder, also wirklich auf die rustikale Art. Und da möchte ich aber Kerzen in der Mitte geben und meinen heißgeliebten Knöterich verwende ich auch wieder. Okay, los geht's. So, bei meiner Art, wie ich das mache, muss ich mir als erstes einmal meine Kerzen da umzeichnen, was für eine Größe die hat. Ich tue das einfach nur mal ungefähr in meinen Steckschwamm. Den Steckschwamm habe ich da oder reingeklebt in die Schwalle. Das geht ganz leicht wieder raus, aber ich brauche nämlich einen guten Halt. So, jetzt weiß ich noch die Form von der Kerze. Ich möchte nämlich meinen Knöterich, habe ich da alles abgeschnitten. Und ich möchte den rundherum da reinstecken. Das wird komplett vollgesteckt. Das hat nämlich den coolen braunen Ton. Und falls jemand keinen Knöterich hat, also der ist jetzt auch noch überall zu finden. Hat es ja überhaupt ganz leicht zu finden, weil er von vornherein schon braun ist. Die Blätter sind abgefallen. Also wenn ihr irgendwo am Straßenrand so lange dicke Stängel seht, dann ist das wahrscheinlich der Knöterich. Einfach ein bisschen die Augen offen halten. Und wenn ihr den abschneidet und ein bisschen trocknet, also 2-3 Tage irgendwo in einem beheizten Raum irgendwo aufstolzt, geht das wunderbar, dann habt ihr den auch da. Ich finde ihn halt sogar leichter zu finden, weil die Blätter weg sind, verdeckt das nicht mehr. Was ist, das ist wirklich voll Laub und man sieht gar nicht, dass das unterhalb drinnen der Knöterich ist. Also vom Oben her ist das nicht schwierig. Es ist einfach nur, ich muss mir den vorher abschneiden da. Und dann tue ich die einfach da, ich kann die ganz geordnet, alles in einer Höhe, ich kann sie in verschiedene Höhen einstecken, ganz wie es angefällt. Wie immer, es ist nur eine Anregung. Bei mir kommen ein bisschen unterschiedliche Höhen zum Einsatz. Und das ist nämlich auch wieder so eine Geschichte. Wenn ich das weihnachtlich gestalt, ich kann das weihnachtliche übernehmen, weil das bleibt mir ja ewig, muss ich ehrlich sagen. Da kann man wieder für Frühling dann irgendwas ein Steckerl oder so in die Mitte geben. Wie ihr wisst, das tue ich immer gern, die Deko wieder weiterverwenden. Also ich habe wirklich Deko teilweise aufgehalten, weil ich es wirklich wissen will, wie lange bleibt es, wie lange hält es. Das ist oft schon vor 2 Jahren. Steht bei mir noch immer irgendwo rum, um zu schauen, bleibt das, holt das. Also und die meisten Sachen sind wirklich wunderbar. Und dann kann ich es ja wieder umgestalten. So, ich mache es außen nicht ganz voll, weil ich da noch eine Deko machen möchte. Man kann es natürlich komplett voll anstecken. Jetzt möchte ich da drinnen meine Kerzen reingeben, das Glas. Ich kann es entweder ganz tief reingeben, ich merke es aber, dass es ein bisschen höher rauskommt. Es gibt da leider keine höheren Gläser, Entschuldigung. Und deswegen gebe ich da einfach unterhalb ein bisschen ein Moos rein, in meinen Untergrund, oder? Und dann ist meine Kerzen auch etwas höher herum. Wer natürlich eine größere Kerze, eine höhere findet, aber mir hat das mit den Braunton da so gut dazu gefallen. Deswegen nehme ich die. Und die habe ich jetzt da drin platziert und einfach das Moos ein bisschen, dann kommt es mir ein bisschen höher auf. So, jetzt mache ich außen auch noch ein bisschen Moos drauf, damit mir das Ganze da abgedeckt ist. So, dann habe ich da wieder einen vermoosten Ost. Den gebe ich da seitlich ein bisschen dazu rein. Also wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ich verwende fast immer die gleichen Sachen. Das sind einfach die Natursachen, die was es wirklich fast überall gibt. Wo auch kein Problem ist, wo ich zwischendurch wirklich etwas mitnehmen kann, weil es eben nicht unter Naturschutz steht oder weil es am Boden irgendwo herum ist. Das ist auch für den gleichen, das Bemooste. Das sind so super Materialien, man kann so viele verschiedene Sachen machen damit.
Also das ist halt meins. Dann habe ich da oder für einen Weinstock, wenn das so verholzt ist, dann kann man da geht die Rinden ab. Und die habe ich mir zusammengesammelt. Das sind einfach so, die kann ich unterteilen auch noch. Und die möchte ich da außen rundherum geben. Ein bisschen so als wilde Deko, sagen wir so, weil der steht ein bisschen kreuz und quer. Aber der Braunton, der spiegelt sich da unten vom Gefäß. Es spiegelt sich da beim Knöterich, bei dem Braun. Es spiegelt sich da bei den Kerzen, beim Gefäß. Also mir gefällt es einfach. Ich mag das sehr gern. Und bis jetzt haben wir noch immer bis auf die Kerzen komplett in Natur gehalten. Und ich glaube, der, was das kriegt, oder die, was das kriegen, in dem gefällt das ganz bestimmt. Das sind so richtige Naturfreaks, was voll im Wald sind. Und das ist etwas, was ich auch ganz kommod auf dem Tisch in der Mitte platzieren kann. Ich habe ganz viel Natur am Tisch. Stört aber nicht, weil es nicht so groß ist. Und trotzdem habe ich zum Beispiel eben das Kerzenlicht. Und sowieso etwas passt nicht nur beim Rustikalen dazu, aber nicht modern oder so habe. Passt das auch wunderbar. Es ist einfach ein wirklicher Kontrast. Habe ich schon mal erzählt, ich habe eine Freundin von mir, die was sehr modern eingerichtet hat. Und da mache ich auch manchmal solche Sachen, so ein Stickerl, und dann kommt noch irgendwo ein Baumscheibe oder irgendwas dazu, einfach, dass irgendwo anders noch einmal irgendwas Rustikales ist. Oder sie hängt sich oft oben beim Licht an Korkenzieherast auf. Das wirkt so super, weil es wirklich ein Eyecatcher ist, weil es ein Kontrast ist. Und wie gesagt, wenn man bei der Form ein bisschen aufpasst, passt das wunderbar dazu. Dann habe ich wieder eine Tanne. Und da gebe ich einfach nur, ich tue da wirklich nur die kleinen Asteln runter. Und das stecke ich mir einfach nur ein paar so am Rand ganz klein zwischen rein. Das ist wirklich nicht viel, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, dass es ein bisschen ausblitzt. Weil wie ihr wisst, die fällt ja auch nicht ab, die trocknet ja. Und ja, es ist einfach der Duft. Da hat man wirklich, wirklich den Wald bei sich da haben. Und die kann ich da so wunderbar zwischen meinen Knöterich zwischen einklemmen. So wie da ist der Knöterich auseinander, dann gebe ich einfach ein bisschen so eine schöne Tanne zwischen rein. Dann ist mein Platz da drinnen ausgefüllt und gleichzeitig habe ich eine liebe Deko und den Geruch auch noch dazu. Jetzt habe ich noch eine Federn. Und so eine Krickerl nennt man das. Ja, wie gesagt, es ist ein Jäger. Und da passt das nämlich wunderbar. Und ich kann das jetzt natürlich rundherum dekorieren, dass ich überall die Federn reinstecke. Ich möchte aber die Deko da vorne ein bisschen so einseitig gehalten haben. Aber wie gesagt, wenn ihr das komplett rund machen wollt, ist das auch kein Problem. Einfach wieder in eine Richtung stecken, die Federn, dass sie nicht einmal so und einmal so sind. Aber ich mache das eben nur mit an. Ja, das passt doch. Mir erinnert das ein bisschen so an den, ja, in der Schweiz oder in Tirol, den Chalet, den Hüttenstyle. Das ist eigentlich irrsinnig rustikal meistens, wenn ich schon mal geschaut habe, ich weiß nicht, mit ganz viel Holz, aber trotzdem so edel und es wirkt modern, obwohl es eigentlich komplett rustikal ist. Und das ist ein bisschen die Kunst dabei, dass man das ein bisschen so hinkriegt, dass es nicht nur rustikal ist, so wie man es von alten Stuben her irgendwo kennt, sondern dass es trotzdem ein bisschen den modernen Touch drinnen hat. Und das ist oft gar nicht so einfach. Da muss man ein bisschen schauen, wie man das am besten gestaltet. So, ein Korkenzieher kommt auch noch dazu einer. So. Einen Mistelzweig. Einen kleinen Glücksbringer. Kommt wirklich nur einer rein. Mit den Beeren drauf. Jawohl, das ist wirklich schon genug. Und ein bisschen Efeu habe ich mir geholt. Das ist ein bisschen eine kleinere Sorte, also eine Sorte. Dass das Ganze ein bisschen einen grünen Touch noch kriegt. Jetzt habe ich wirklich sehr viel Braunton drinnen, aber das passt nämlich dort bei seinem wunderbar und ich tue das Ganze ein bisschen mit einem Grün unterstreichen.
Jetzt habe ich außen meinen Grünton, ich habe drinnen ein bisschen meine Tanne, was aber gar nicht so auffällt, was nicht so wuchtig oder irgendwas ist, sondern wirklich nur ein bisschen was. Halt, der passt nicht. Meinen guten Duft von der Tanne. Und gerade ein bisschen Grün dabei. Ja. Also wenn ihr das erste gesehen habt, werdet ihr sehen, es ist die gleiche Schollen. Es ist genauso der Steckschwamm unterhalb drinnen. Aber es ist wieder komplett etwas anderes. Es sind ziemlich viele gleiche Materialien drinnen. Es ist gar nicht so viel irgendwas anderes dabei. Es kommt nur auf die Art drauf an, wie man es gestaltet. So, da. Okay, da sehe ich gerade noch, da fällt mir noch etwas. Das geht bei mir auch so. Da muss man nachher nochmal komplett rund herum schauen. Habe ich irgendwo ein Loch oder fällt irgendwo was? Das sieht man oft erst auf den zweiten Blick. Während Arbeiten ist man so auf die Stelle konzentriert, wo man gerade dabei ist, dass man manches vielleicht übersieht. Deswegen einmal noch drüber gehen, über das ganze Gesteck, schauen, ist alles gerade, passen mir die Höhen, biegt alles schön. Ja, da muss ich noch eine umkleben. So, das ist jetzt meine zweite Variante. Wirklich Natur, wirklich rustikal. Ein kleines Sternli. Mag ich aber oben haben. Muss man natürlich nicht, aber mir gefällt es einfach. Es ist wirklich ein kleiner Weihnachtsgruß. Nicht viel. Aber ich glaube, er wirkt bei der ganzen Natur. So, jetzt das wäre einmal die Variante und die zweite stelle ich noch dazu. So, das wollte ich euch sagen, es sind fast alles Naturmaterialien, fast die gleichen, da habe ich halt den Knöterich anstatt die Zäpfen. Es sind zwei gleiche Schollen und trotzdem sind es zwei total unterschiedliche Gestecke. Es ist wirklich nicht viel drinnen, da okay, da ist ein bisschen mehr mit den Bäumchen, aber da könnt ihr ja Naturbäumchen oder was annehmen, einfach weiß ansprühen. Ja, das wollte ich euch einfach zeigen, wie das ich mache, wie es bei uns verschenkt wird und was man aus den Natursachen die unterschiedlichsten Sachen machen kann. Ich hoffe, euch ist es eine Inspiration. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Selbermachen. Viel Freude dabei, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn es Snow fällt wundervoll, Ente Glühwein schmeckt so toll. Die Weihnachtspost habe ich zum Müll gebracht und der Abfall ist sicher mit HDL, DHL, Entschuldigung. Ja, HDL ist noch besser. Aber wer bitte? Bitte. Frohe Weihnachten.